Hallo und herzlich willkommen hier zu Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Hier sind wir wieder. Es geht weiter in unserem botanischen Rätsel hier, ne? Ja. Wir sind im Laborchen hier und müssen hier noch gucken, ob wir hier noch was finden. Wir haben hier Tee. Wir haben das offensichtlich alles anscheinend schon gesehen. Dann gehen wir mal auf Tee, auf irgendwelche Spuren. So, hier am Labortisch haben wir gerade. Was ist ein Flaschenabdruck? Lass mal den Labortisch angucken. Flaschenabdruck. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Mhm. Irgendein Geruch. Tropfen. Gucken wir gleich. Goldspäne. Gold dust. Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks. So it may be a valuable auxiliary for various experiments. Mhm. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Tja, wer weiß. So, die Tropfen müssen wir mal gucken. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Sir Toby. Toby holen, jo. So, mehr haben wir ja erstmal nicht. Stopp. Wir müssen erstmal hier in Cloakroom rein. Das wollen wir noch machen. Locked. Okay. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Ja, hehe. Ja, habe ich mir doch gedacht. Ah ja, da kommt wieder dieses mit den Hülsen. Was ist denn... Was sind das für Pfeile da? Man kann... Ah ja, man kann das bewegen. Ja. Ah ja, das passt hier rein und schon passt's, okay. Ja, das war jetzt interessant auf jeden Fall, das Schloss. Das finde ich halt gut, dass da auch ein wenig variiert wird, dass das nicht immer das aller gleich ist, ne? So, gehen wir mal hier gucken. So, was haben wir hier für Schränke? Okay. Gucken wir uns doch erst einmal hier Albert Jones Schrank an. Albert's Locker. Was hat er denn hier alles? Schiffsbau. Specialist articles on shipyards and ship construction. Mhm. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Okay, warum studiert er das dann nicht? Hier ist ein Ablehnungsschreiben. A rejection letter from the British Royal Naval College. Ah ja, er wollte dahin. Royal Navy College, Rekrutierungszentrum für Unteroffizier London. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unserer Eingangsprüfung nicht auf dem Royal Navy College willkommen heißen können. Ihr Vater, Mr. Montour Tune, hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, Ihnen die Leitung der Königlichen Botanischen Gärten in Kew Gardens anzuvertrauen. Und es erscheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Gardens. Hochachtungsvoll, J.M. Le Marchand, Leiter des Royal Navy College. Okay. Mal kurz hier gucken noch. Erfragen, yo. Denied. Da müssen wir auch im Archiv was gucken, habe ich ja gesagt, genau. Gut. Okay, was haben wir sonst noch? Wir können auch was mit Tee gucken, wahrscheinlich das kleine Zettelchen hier, ne? Ja. Fotografie. Young Albert, standing with a woman in front of London University. Mhm. Gut, dann gehen wir mal zu Martin Hamishs Schrank. Martin Hamish's Locker. Green Thumb, grüner Daumen.
A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Ah ja, okay. Ein Brief. Gibt aber viele Briefe. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kew Gardens möchte ich meine Bewerbung um den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinen früheren Briefen bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Mondrake Du noch am Leben war, konnte ich Ihre Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hatten politische Gründe und ich hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Doch jetzt herrscht große Unordnung in Kew Gardens. Wie kann ich in dieser Situation tadellos zusehen? Wie kann ich die Gärten unerfahrenen und unmotivierten Menschen überlassen? Von daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglichst eine Entscheidung zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann und nicht mehr belastet werde durch die fortwährende Unwissenheit. Ja, Chemiebücher. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Ja. Ich glaube, er hat was am Kerbholz. Da haben wir noch eine Fotografie. Ja, schön. Father and I. Mhm. Father and I. Kew Gardens. Mhm. Ah, das war's auch hier drin im Schränkle. So, jetzt gucken wir noch bei der Dame natürlich in den Schrank. Miss White's locker. Was haben wir denn da? Ein Diplom. Apparently Miss White is a capable student. Ein Chemie-Diplom, ah ja. Dann haben wir noch einen Brief. Ah ja, jeder hat einen Brief. That Miss White sent to her parents. Mhm. An ihre Eltern. An die Familie White. Liebe Mutter, lieber Vater, nur mit Widerwillen schreibe ich diesen Brief, um euch zur Hilfe zu bitten. Meine Studien- und Wohnkosten haben sich als höher herausgestellt als ursprünglich gedacht. Aus diesem Grund fürchte ich, werde ich sie auf lange Sicht nicht tragen können. Mir ist bewusst, dass wir in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung waren, aber ihr werdet hoffentlich nicht so herzlos sein und tatenlos mit ansehen, wie eure Tochter nur aufgrund von Geldmangel ihr Studium nicht abschließen kann, oder? Margaret. Ah, okay. Dann haben wir hier noch eine Handtasche und einen Schmuckkasten. A vanity purse. It is of high quality. Okay. Ja, es ist ein Klingelbeutel, ne? Brief von der Familie. Sag ja, hier gibt's einen Haufen Briefe, ne? Antwort von der Familie White. Ah ja. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Wie kannst du uns nur um Geld bitten, nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nicht mal ein einziges Mal an uns gedacht hast. Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch. Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Familie an erster Stelle kommen sollte. Und zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Mr. Dune getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen. Deine Eltern. Ja, okay. Da hat sie Kontra gekriegt. So, noch ein... Heide, nein, noch ein Brief. Brief Albert Hunes an... Okay. Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du dich in solch einer Zwickmühle bleibst. Da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest. Dein treuer Freund Albert. Ja, okay. Jetzt gucke ich mal ganz kurz hier rein. Ja, hier müssen wir auch noch was erfragen mit dem Picture hier. So, das soll mal abchecken hier, diese ganzen Ausrufezeichen. Dann haben wir noch einen Schmuckkasten hier. Deckel öffnen. Was ist da drin? Schmuck natürlich. These jewels must be worth a small fortune. Okay, von wem sind die wohl? So, das haben wir. Informationen haben wir gesammelt. So, und jetzt müssen wir die wieder zumachen, ohne dass es jemand merkt, dass wir hier drin waren. Hö. So, geht ja automatisch zu, ne? Okay. Ja, wenn wir schon hier am Ort noch sind, da würde ich auch gleich die Befragung vornehmen.
Beziehungsweise können wir auch ins Saathaus gehen. Das ist jetzt die große Preisfrage. Klar können wir das. Ja, sie ist nicht drin. Okay. Wie auch, sonst wäre hier offen gewesen. Die wird sich ja wohl nicht einschließen. Also. So, hier ist nix. Nix, nix. Doch hier Anzugkästen. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Aha. Naja, das ist wieder so ein Plakat von der Ausstellung. Mhm. Ein paar Diplome und so weiter. Nichts Interessantes, da haben wir einen Arbeitstisch. Was haben wir denn hier? Amish's Notizbuch. Moderne Botanie, lalala. A thesis, written by Martin Hamish. A thesis. Okay, wir können da nicht reingucken, großartig, aber ja. 1880 ist es geschrieben, naja. Wissenschaftliche Abhandlung, da haben wir Brillen oder wie? A glasses case. It is empty. Na gut. This area serves as Martin Hamish's office. Hätte ich jetzt auch gesagt. So, was haben wir? Fenster. We can see the interior of the colonial collection room from this window. Okay. Und was bringt uns das? Ah, wir können vielleicht hier dann das Experiment mit der Lüftung machen oder so und dann gucken. Was haben wir hier noch? Plakate. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. Oxford Botanic Garden. Mhm. Was haben wir hier? This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Mhm. Gut. Ja, das Fenster geht automatisch wieder zu, lustig. Da haben wir nichts mehr, ne? Wir haben absolut alles hier abgecheckt. Ja, da brauchen wir nicht durchgehen, wir gehen wieder hier drüben raus. Dann können wir nämlich gleich ihn interviewen und den Albert wird man natürlich auch interviewen. So, Kew Gardens. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Stopp. Ja, wir haben hier eine Fotografie mit dem Vater gefunden. Ja, was hat das zu bedeuten? I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montagu Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Aha. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Jo, und da können wir gleich deduktieren nochmal gleich. Was haben wir jetzt neu? Oh Jesus, na. Mrs. White's June, Mrs. White's June. Oh Gott, da sehe ich eine Menge. Familie und das ist ja jetzt wieder bescheuert, ja. Das geht nicht, okay. So, das haben wir hier, okay. White soziale Lage, Market White Studium und Sozialisation hingegen hingen vollständig von Montauk Dunes Vermögens ab. Okay. Der neue Direktor. Das ist Amish Swood.
Wo haben wir da? Da haben wir was. Amishs Motiv. Martin Amish hatte ein Motiv. Er glaubte, Dune hatte ihm und seinen Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Verdienste eingeheimst hatte. Amish wollte die Leitung der Gärten übernehmen, wusste jedoch, dass es nicht möglich war, solange Dune lebte. Ja, hm. Ja, da haben wir schon das, was ich halt vermute. Ne? Gut, aber das ist wahrscheinlich noch ausbaufähig. So, was haben wir noch? Können wir nicht zusammenführen? Da muss man alles mal abchecken, ne? So, habe ich ja schon gesagt. So, aber da fehlt uns noch irgendwas, dass wir die Begriffe auch noch hier abklären können, abkloppen können. So, jetzt mal wieder zum Albert. Warte mal, kann ich eigentlich hier... Ventilation. Ne, Moment, kann ich ja noch nicht machen, ne? Reserve. Palmenhaus, okay, da müssen wir ins Palmenhaus wieder rein. Wo war denn das? Ich glaube hier drüben, ne? Ist das richtig? Ja, ist richtig. Hier. Ja, Albert, wir haben da noch ein paar Frägle, ne? So, Sehnsucht nach der Marine. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Stopp. Ja, und zwar... ja, Alberts Hoffnung. And yet, I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, oh, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. Mm. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Okay. Thank you, young man. We shall see you again soon. Er tut sich so langsam wieder in die Täterrolle reinbuxieren hier jetzt. Oder so langsam, eher gesagt. So, okay. Alberts Demütigungen stehen in welcher Verbindung? Mit seinen Ambitionen. Diebstahl und Mord. Alberts Motiv. Albert hatte ein Motiv für den Mord an seinem Vater Montague Dune. Dieser hatte seinen Traum zerstört, sich der Royal Navy anzuschließen. Durch den Mord hätte sich Albert nicht nur gerecht, sondern auch die Nachfolge seines Vaters als Direktor von Kew Gardens übernehmen können. Ja, aber warum? Das bringt ja nichts. Er wollte ja eigentlich gar nicht übernehmen, weil er wollte ja an die Navy und naja, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber okay, wir nehmen es natürlich mit auf. So, was können wir noch? Ja, merke mal hier jetzt dann immer. Ja, mehr ist ja nicht mehr. Hm, okay. Gut, dann so ein Büchel rein. Da müssen wir noch ins Archiv. Und da müssen wir noch irgendwie ein Bist oder Skulptur suchen. Wo waren wir noch nicht drin? Wir waren irgendwo noch nicht drin. Wo war noch was verschlossen? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Gehen wir einfach nochmal durchs ganze Haus hier durch. Aber ich denke... Hm, ja. Normal waren wir überall. Ja gut, und diese Büste müssen wir noch finden oder so. Ah ja, da ist die Madame. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Jo.
Wir müssen doch auch noch irgendwann was mit dem Lüftungssystem machen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ja, momentan geht es aber noch nicht. So, die ist jetzt ins Seedhaus gegangen. Ja, dann gehen wir da auch mal rein. Open. So, Mrs. Margaret Wright. Wir hätten da ein paar Questions. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Natürlich, aber erstmal machen wir eine Profilstudie von dir. So, was haben wir denn hier? Ein teures Parfüm. Ja gut, das sieht man ja nicht, man riecht es aber. Aber man kann es halt nicht riechen, ne? Leider nicht. Oder vielleicht auch gut so. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, die Hände sind nicht von Relevanz. Doch hier. Rosa Flecken. Früher Mangel an Ball irgendwas. Arme Familie heißt es. Okay. Ja, dieses Ball irgendwas ist wahrscheinlich eine Krankheit oder sowas. Oder? Keine Ahnung. So, was gibt's denn noch? Wir haben noch irgendwas übersehen. Ach, hier noch was. Unverheiratet. Kein Ring, yo. So. Wegen dem Diebstahl von Pflanzen. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Ja, ich hatte ja fast gedacht, wir würden die ja gar nicht zu Gesicht bekommen, ne? So, der Vorfall. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. Hm. It is such a terrible misfortune. Na gut. Natürlich redet sie nur gut von ihm, weil er sie ja unterstützt hat, aber naja gut. Aber eigentlich hat er sie ja doch auch rausgefeuert dann. Hm. Naja gut. Wissen Sie was über das leergeräumte Kolonialhaus? Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Mhm. Ja, da fragen wir mal ganz blöd, arbeiten Sie hier? Do you work here? Part time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montagu Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. Mhm. Wie war denn das Verhältnis zum Direktor? How well did you know Mr. Montagu Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Mhm. Ja, haben Sie mal was über die göttliche Gesellschaft gehört? The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Hm. Okay. Wie sind Sie hier hereingekommen? Er war ja eigentlich abgeschlossen. Oder wie? Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Uh-huh. Thank you, miss. None of the three people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared.
So, someone is lying. It is obvious. Hm, plus wer? So, das haben wir. Mit der können wir nicht weiter ausmachen. Ja, hat schon schön, aber okay. Was können wir noch machen? So, jetzt gucken wir mal weiter. Wir gucken uns mal die Profilstudie an. Miss Margaret Wright sieht hinreißend und wohlhabend aus. Dennoch kann man eine Reihe von braunen Punkten auf ihren Händen erkennen. Diese sind auf Pellagra zurückzuführen, eine Krankheit, die nach einer längeren Phase der Mangelernährung auftritt. Das zeigt, dass sie ihre Kindheit in sehr ärmlichen Verhältnissen verbracht hat. Die Anzeichen von Reichtum deuten jedoch auf einen radikalen Wechsel ihrer Lebensumstände hin. Mhm. So, dann haben wir jetzt immer noch das hier und auch das hier, ne? Na, bist du der Skulptur, aber ja, wir haben momentan noch nichts gefunden damit. Okay, weil das ist ja hier nichts zu finden, ne? Hier ist ein Schalter. Ah, Belüftungsanlage. This is one of the outlets of the ventilation system. Auslässe. Können wir da aber was reinsaugen? Hat man hier ein Fenster? From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Ja, aber hier sehen wir nicht richtig durch die Fensterscheibe. Arbeitstisch. Studienbuch von Albert June, okay. Materials for college study. They belong to Albert. Buch über Navigation. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Ja, das ist ja auch noch ein Hinweis, ne? Handschuhe. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Okay. This place serves as Albert's office. Mhm. So, gut, okay. Ja, mehr ist hier ja nicht. Nö. Mehr ist hier nicht. Ja, haben wir hier sonst noch irgendwas, was wir nicht angeguckt haben? Ja, weil wir waren hier ja auch noch nicht drin, ne? Gut. Nö, hier ist nichts weiteres. Wir gucken aber noch mal kurz in unser Ding. Okay. So, wo geht's hier hin? Nursery. Ach so, ja, stimmt, im Seedhaus. Und das ist das Anzuchthaus. So. Da waren wir aber auch noch nicht drin, okay. Interessant. The seeds of plant species are stored here. Ah ja. Da haben wir einen Schrank, der ist aber nicht von Relevanz. Ja, mehr wie das neue Saatgut gibt es hier nicht zu anzugucken, ne? Was ist hier eigentlich? Nichts Interessantes, okay. Hier auch nicht. Ja, dann ist hier ja gar nichts. Es ist ja Bad hier, ne? Büste, da ist also die kaputte Büste. Mr. Tune. Und da oben fehlt was. I am curious if the marble that we found will fit this place. Ja, definitiv. Here it is. The marble fragment that we found in the colonial collection room is what they have in common. Ja, schon haben wir sie repariert, ne? It is a bust of Montague Dunn. Ja. Aber was hat das zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Hm.
Ah, und von hier aus, ah ja, gut, da hätten wir nur durch die Tür gemusst. Kommen wir da hier rein, deswegen war ich jetzt gerade immer so ein bisschen verwirrt. Okay. Warte mal, es hat hier auch ein... This is one of the outlets of the ventilation system. Ja. Weil irgendwo muss das ja auch eingesagt worden sein, die Diplome. Jetzt kann ich die angucken, immerhin. An award presented to Martin Hamish for best grower of the year. Aha. Okay. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. So, düdelt. Haben wir noch irgendwas? Also ich finde immer wieder ein paar Bruchstücke, ne? Und ja, so, jetzt haben wir aber das erfragen. Wen muss ich da befragen? Vielleicht einen Sohn nochmal? Ich weiß es nicht. Lüge bzw. Räumung. Hm. Okay. So, dann nochmal zum Palmenhaus. Das war da, ne? So, Albert. Excuse me, but I have to tidy up this room. Okay, dann eben nicht. Dann fragen wir jemand anders. Dann fragen wir ihn wegen der Büste vielleicht. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. Mm. But why in that room, in particular? Oh, I don't know. It has always been there. Stopp. Die war nicht defekt. Wir haben ein Bruchstück einer Büste gefunden, nämlich. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the colonial collection room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Mm-hmm. Mm. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Hmm. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Mm-hmm. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Jo. So, okay. Da müssen wir noch ins Archiv. Allerdings machen wir das nicht mehr heute, denn die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Ja, an dem Punkt, wie immer, würde ich wieder sagen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr geht's wieder beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Schreibt mir Kommentare. Ich sag tschüss, bis dann. Euer Lego.